Alles klar, Yoshi. Alles klar. Er trinkt mir nicht. Na, wir brauchen dich noch. Och, und zwar. Ja. Ein Stern im Untergrund. Wir haben für diesen Part einiges geplant. Mit einiges meine ich einiges. Und gefühlt laggt es immer noch. Dabei haben wir sogar ein bisschen versucht, die Probleme zu beheben. Nach, was können wir eigentlich? Na, müssen wir halt mitleben, wenn du dabei bist. Ich hasse mich. Ich muss jetzt definitiv für diesen Stern Mario Mütze haben. Wo haben wir sie? Da vorne. Naja, Luigi würde eigentlich auch gehen. Nein, ich brauche Mario wegen dem Wandsprung. Ach, können die anderen das nicht? Hast du dich gerade echt deswegen treffen lassen? Ja, ich war so verzweifelt und musste direkt wieder die Mütze abgeben. Na, ich glaube einfach, du bist einfach nur so masochistisch und brauchst einfach den Schmerz. Ja, oder so. Komm, nee. Schaffst du. Und tatsächlich, ja, nur Mario kann den, Wow. Siehst du, im First Try dieses Mal. Ja, mit Mario verzweifelt. Mit Mario, also mit der Mario-Verwandlung. Easy, gereckt. Das geht doch ja. Klar. So, kann eigentlich Mario eine Mütze nutzen? Nein, nur Yoshi. Also, natürlich, Mario kann die im Feld finden, also Mario kann sich trotzdem zu Luigi oder Wario verwandeln. Aber nur Yoshi kann sie hier aus dem Bildschirm nehmen. Aus dem Interaktionsmenü. Und tatsächlich, jetzt kommt das mit den roten Münzen. Warum erst jetzt? Keine Ahnung. Aber dann haben wir den Kurs fertig. Ich schon, mein Vater kommt gleich. Was? Mein Vater kommt gleich, ich spüre es schon. Weil ganz ehrlich, sein Auto kann man nicht überhören. Mal gucken, ob ich es auf der Reihe kriege, hier alle roten Münzen zu finden, ohne den Typen zu fragen. Ach ja, und vergesst, ihr meint, Part 8 war schon peinlich, oder wir meinen das. Der letzte Part war noch viel peinlicher. Ja. Also da sehe ich, das war einfach nur schlimm. Und, naja, was soll ich sagen? Es war peinlich. Sag's, wie es ist. Ja. Zumindestens, also 4 Münzen gibt es ja hier in der Luft, die sind recht leicht zu kriegen. Gott sei Dank. So, dann fliegt der drüber. Kriegst du nicht. Dann ist noch eine Münze. Und du sagst, ich krieg sie nicht? Ja. Hast du Ey! Sag mal, hier geht's wohl nicht so gut. Sowieso ist das so ein richtig hässlicher Kackvogel. Was ist denn da? Ach, das fängt schon wieder so an wie im vorletzten Part. Also es müsste der vorletzte gewesen sein. Vorletzte? Ja, wo du auch da gestorben bist, als in diesem Treibsatz-Ding. War das nicht der letzte? Nein, der letzte, das war ja. Doch, das war der letzte, ja. Das Bild ist das ja nicht. Wir machen das ja jetzt im Ganzen. Also, ah. Gott, die Zuschauerbindung da nicht so wirklich hoch sein wird. Außer bei ein paar vielleicht. Zwei? Das sind sechs, das sind sieben. Ich frage mich gerade, wo die achte Münze ist. Ach, ich weiß es. Die ist irgendwo da hinten bei den komischen Scheißkisten, die einen platt machen wollen. Ja. Okay, dann müssen wir diesen hässlichen
Rosa Lappen war nicht fragen. Jetzt verkacke ich's bitte hier nicht. Easy Rack. Ja, ich hab die 8 Münze schon gesehen. Ja, ich auch. Komm, give it to me. Nein, nur noch die andere Münze da. Ja, ich muss aber neuen Schwung holen. Mache ich von hier. Wenn es auf der einen Seite nicht klappt, klappt es auf der anderen. Komm, flieg jetzt nicht drüber. Flieg jetzt zurück, weil das Ding wird jetzt eh sofort jeden Moment. Mhm. Weißt du was? Manchmal wünsche ich mir echt irgendwie, ich hätte so eine Maschine, die mir sagt, was wäre, wenn das und das passiert wäre in meinem Leben. Weil ich finde das, ich frage mich ja so oft, was wäre, wenn das und das passiert wäre. Ach gut, er hat mich verkackt. Ach, hier ist noch so ein Ding. Ja. Wozu fliege ich da eigentlich noch hin? Wenn ich das wüsste. Komm. Sag mal, wie viel Talent muss man eigentlich haben, da immer drum zu fliegen? Geht doch. Geil, das lag gerade bei mir hart. Jetzt ist es da vorne. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich hoffe, ich kann da hinfliegen. Ja, sieht gut aus. Hä? Das wäre ein schwarzer Block. Ja. Und weißt du, was jetzt Fail gewesen wäre? Wofür ich mich dann hart geschlagen hätte, wenn das Ding genau in dem Moment ausgehen würde. Wenn du über den Treibsand wärst. Ja, dann hätte ich mich geschlagen und das wäre der wohl bitterste Fail in der Geschichte meines Kanals gewesen. Naja, ich glaube, die ganze Session hier ist schon der bitterste Fail deines Lebens gewesen. Ja, ja, reib's mir ruhig rein. Oder so. Das, oder dein 4-Jahres-Special. Was soll das denn jetzt heißen? Das war witzig, fand ich. Wenn meine Berechnungen stimmen, kommen wir am Ende dieses Partes auf... Ja? 90 Münzen. 90 Sterne. Also ich bin normalerweise ein Mathe-Genie, aber wenn wir jetzt hart failen, weiß ich es nicht. Aber wir haben 86 Sterne, es gibt noch 3 in dem Kurs zu finden, plus die 100 gelben Münzen, komme ich bei 4 Sterne und somit... Warum hast du jetzt... Ach so. Ich sehe schon, du machst jetzt nicht die gelben Münzen. Weißt du, das da. Ach, man kann sich hier nur Red Shell immer, Green Shell immer wiederholen. Are you also, fucking serious? Ich erinnere den Ton nicht, aber ich habe irgendwie gewusst, dass, Zeitlimit, echt knapp sein muss. Jetzt schaffe ich's, weil... Ja, jetzt musst du ja auch nicht springen. Naja, leicht verdienter Stern. Wir sind erst bei 10 Minuten. Also läuft jetzt schon besser als im letzten Part, würde ich mal behaupten. Ja, jetzt schon 2 Sterne. Und wir holen uns jetzt noch einen, bevor ich auf die roten Münzen gehe.
Weil, kann ja spannend werden. Weil ich das letzte wirklich... Das Beste kommt zum Schluss. Beziehungsweise in dem Fall das Längste kommt zum Schluss. Ja. Aber hier gibt es definitiv viele Münzen. Und die roten Münzen sind ja auch erst nur ganz hinten im hinteren Bereich. Und da gibt es irgendwo auch noch einen blauen Münzschalter, von daher... Irgendwo gibt's immer irgendwas. Ich hatte auch in irgendeinem Part erwähnt, dass genau dieser Kurs der Grund ist, warum ich auf meinem Hauptspiel damals, im DS, nicht geschafft habe, die 150 Sterne zu kriegen. Mir fehlte hier einfach einer. Den ich nie hingekriegt habe. Und das ist der, den wir jetzt gerade zuerst gemacht haben. Ich wusste einfach nicht, dass er existiert. Ach so. Ja, ich... Wieso? War damals einfach dumm und scheiße. Ich weiß gar nicht, gab's damals diese Nintendo-Hotline noch? Wo man damals angerufen hat für richtig viel Geld und die dir dann gesagt haben, wie du in dem Spiel weiterkommst? Ah ja, rest in peace. Wenigstens ist die Musik schön. Die ich mal wieder nicht hören darf. Ja, sorry. Also tatsächlich, ich glaube 50 Euro waren es ja von Discord Nitro. Naja, das bezahlt man nicht. Unmenschlich. Ey, das zählt doch. Warum bin ich so scheiße? Wenn ich das wüsste. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Dass du ein guter Spieler bist, aber deine Fail-Momente hast? Ja, das kann gut sein. Weißt du, was ich aber an dem Remake hier jetzt irgendwie nicht wirklich verstehe? Weil zwischendurch ist ja Mario Sunshine erschienen. Ja. Da gab es ja eine Luftanzeige. Warum haben sie es hier nicht so gemacht? Das musst du nicht mich fragen, das musst du Nintendo fragen. Den Stern sollten wir übrigens ganz schnell kriegen. Dann haben wir die 88. Ah. Ich find's irgendwie lustig, dass Wario den 88. Stern holt. Was ist daran witzig? Insider. Ich hab mit einem Freund von mir bestimmt auch Insider auch. Das heißt, wir machen bestimmt Dialoge aus GTA. Ja, geil. Auf in luftige Höhen. Warum heißt dieser Stern Auf in luftige Höhen? Genauso wie in Piratenbuchtpanik. Da heißt der gleiche Stern, wo du Wario für brauchst mit seinem Metallscheiß, Auf in luftige Höhen. Wozu? Wenn ich das lese so, Auf in luftige Höhen. Was habe ich zu tun? Da denkt man, man muss nach oben. What the fuck? Ich sag grad, da steht Scheiß und rote Münzen. Echt, ich dachte gerade so, Scheiß und rote Münzen, warum steht da Scheiß? Rest in peace. Jetzt dürfen wir 100 Gelbe sammeln. Das sollte hier gar nicht mal so schwer sein. Sag ich jetzt noch, ne? Was? Sag sowas nicht. Erinnere mich beim nächsten Part, wenn wir irgendwann noch einen aufnehmen. Was? Nein. Dass ich nicht mehr sagen soll. Ja. Weil wenn ich irgendwas sag, dann... Was? Noch ein Elektroschock? Den habe ich jetzt aus Prinzip bekommen, weißt du? Ja. Ich habe mir übrigens gedacht, du bist sowohl in diesem, in den Parts mit den gelben Münzen dabei, als auch in dem Part, wo es gegen den Final Bowser-Kampf geht. Geil, den habe ich früher nicht geschafft auf dem N64. Ich finde den auf dem N64 auch extrem schwer.
Ich war einfach zu scheiße, den richtigen Moment zu treffen. Ja. Bin ich heute zwar noch, aber okay. Tatsächlich, ich habe das Spiel halt zum allerersten Mal hier in dieser Version gespielt. Ich habe den Final Bowser-Kampf nicht hingekriegt. Man hat ja nur, diese 5, Bomben. Nein. Warum erwischt der Kack-Trudel dich da? Du hast ja nicht in der Nähe. Keine Ahnung. Mario schwimmt so schneller. Sowieso habe ich mich schon immer gefragt, warum ist da nochmal ein Level? Wo? Oh. Hier, vor dem zweiten Bowser-Level. Ach, das hier, ja. Ja. Übrigens, apropos, hier, bevor ich es vergesse zu sagen. Ich finde den Soundtrack, ich meine, heißt Road to King Koopa, finde ich richtig geil und ich feiere den hart. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Soundtrack hieß. Ja, du meinst eigentlich das. Du meinst den vom Final Bowser Castle, ne? Nee. Oder den aus dem Bowser Level generell. Bowser Level generell. Ja. Generell etwas auch von Super Mario Galaxy 2 oder 1. Das Remake finde ich auch richtig nice. Oh ja. Nein. Nicht schon wieder. Scheiße, auf diese Münzen scheiße ich. Und was, wenn du sie brauchst? Nein. Stell dir mal vor, du brauchst diese Münzen. Und dann bei 99 Münzen. Oder 100 Münzen, wo der Ständer da erschienen ist, wirst du da eingesogen. Dann Rage quitte ich. Ich werde mich totlachen, werd dann sagen, okay, ich beende für heute, weil ich danach an Lachen, glaube ich, sterben werde. Du bist ein kleiner sadistischer. Ich weiß. Ah. Generell auch, ich hab mal verschlafen. Es war Donnerstag. Mein Vater sagte, ja, komm sofort raus da. Oder ich werde dir die Tür da eintreten. Obwohl er einfach nur die Tür auch hätte aufmachen sollen. Ich bin richtig panisch voll aufgewacht. Schnell hier frisch gemacht, angezogen. Dann sind wir da hingedüst mit gefühlt 3000 km/h. Haben jede Ampel wurde gerade rot, mein Vater ist so schnell drüber gerast. So. Und dann war der Stau in dieser Einstraße, wo meine Schule ist. Ist das so Stau? Und dann fliegt da ein Kind vom Fahrrad und ich hab mich so dermaßen totgelacht. Das wollte so auf von der Straße auf den Gehweg und hab den Bordstein falsch erwischt. Es war in die Fresse geflogen und ich lache jedes Mal tot, wenn ich sowas sehe. Ich habe irgendwie also, das Gefühl, dass das nicht reicht, aber... Und ich weiß auch jetzt schon, dass der Part auch Überlänge haben wird als... regulär. Jeder 100-Münzen-Part hat Überlänge. Es sei denn, du bist ein Pro und weißt, wo jede verkackte Münze, jeden verkackten Kurs ist. Die ersten zwei Parts davon, die waren... Also, ich lasse jetzt das Geisterhaus weg, ne? Ja. Also, die ersten vier Kurse waren gut. Da war ich schnell. Wir hatten auch keine Überlänge. Und dann kam das verkackte Geisterhaus und wir haben die scheiß letzte rote Münze nicht gefunden. Ja. PS, guckt euch den, Part 8 war das. Jo, guckt euch Part 8 an. Falls ihr ihn verpasst habt, abonniert, wer ihr schon getan habt, aktiviert die Glocke. Damit kriegt ihr Benachrichtigung. Dann verpasst ihr nichts. Ja, das ist wichtig, denn der YouTube-Algorithmus ist tot. Generell, YouTube ist tot, aber... Das Einzige, was mich jetzt ja schon mal beruhigt, ist, dass Nintendo, weil, wie komme ich jetzt auf Nintendo, dass sie den Artikel 13 sein lassen, wahrscheinlich. Echt? Nee, den, die Upload-Filter können nicht
Das meine ich. Die Upload-Filter werden wahrscheinlich nicht kommen, weil es nicht umsetzbar ist. Ja, YouTube hat schon den teuersten der Welt. Mit 60 Milliarden Euro. Und der funktioniert nicht. Doch, aber der funktioniert nicht zulässig. Der ist ein Haufen Stück Scheiße. Ja. Aber, ich muss sagen, ich hab mir mal, das war ja letztes Jahr, da war ich, bin ich nach Italien geflogen. Okay. Und um 0 Uhr am Frankfurter Flughafen, oder, ja, 0 Uhr war ich, mussten wir 4 Stunden totschlagen. Ich muss übrigens hoffen, dass es mindestens 3 blaue Coins kriegt, dann schaffe ich den Stern. Jo. Auf jeden Fall. Und da habe ich mir gedacht, okay, geh jetzt mal auf YouTube. Wurde mir halt auf YouTube was vorgeschlagen, nämlich von Asterix und Obelix aus dem Film. Ach Gott, Asterix erobert Rom heißt er, glaube ich. Oh, das ist der geilste. Das ist eben der geilste. Und da war halt die Szene mit dem Passierschein. Oh, der Passierschein A38. Legendär. Die Szene war echt sowieso das Tod. Ich hab mir gedacht, komm, guck's dir an. Und dann noch oben, auf einmal gab's halt ein paar Probleme, welche jetzt nicht wirklich gerne sagen. Egal, dann sind wir halt so viel Zeit verstrichen. Wir waren auf einmal dann im Hotel. So. Habe ich mir gedacht, okay, wir müssen jetzt mal bis 12 Uhr die Zeit wieder totschlagen. Ja. Weil wir ansonsten halt nicht in die weil wir halt nicht in die Zimmer konnten. Nice. So. Habe ich mir gedacht, komm, in der Lobby geht's frei ins Internet. Was sogar stabil läuft, wenn da richtig viele Menschen drin sind. Also habe ich mir gesagt, komm, guckst du dir das hier weiter an, weil ich hatte erst zur Hälfte durch. So, dann stand da auf einmal, weil ich war aufgrund halt Neustunde. Und dann stand da, ja, sie dürfen da halt, in Italien dürfen sie das aufgrund urheberrechtlicher Schützung und so, dürfen sie diesen hier nicht gucken, in Italien. What the fuck? Und da habe ich erstmal gemerkt, dass der Upload-Filter halt manchmal wirklich funktioniert. Und komischerweise, ich bin ja O2-Kunde, und hab da, dann hat er halt mein Datenroaming ein, falls ich mal am Strand online sein wollte. Und dann war der halt so, hatte ich Vodafone Italien als Anbieter. Er hat mich gefragt, warum Vodafone? Vodafone ist gut. Und Telekom ist besser, haben wir ja in den letzten Tagen das gelernt. Weil hier richtig viele von meinen Freunden heulen rum, dass die PS4 nicht mehr online zocken können. Weil bei denen das Internet, bei denen das Internet nicht funktioniert. Und sind alle Telekom-Kunden. Nö. Da habt ihr erstmal schon ausgelacht. Ich bin bei der Vodafone. Wir sind bei O2, glaube ich. Und hier. Wir haben eine 50er Bandbreite. Und 94,7 Mbit kommen durch. Ja, das ist geil. Und ich brauche nur noch 25 Münzen. Und der Part ist schon 23 Minuten. Uah. Und ich mal einen Part, der nicht so schlimm ist, was Münzen angeht. Also nicht so rumgefehle, ja. Außer die ersten beiden. Ja, erinnere mich noch schön dran. Da ist auf jeden Fall ein blauer Münzenschalter. Den darf ich jetzt nicht verkacken. Das war sozial. Also wette ich mit dir drum. Halt die Schnauze. Ich weiß gar nicht, ob wir noch überhaupt schon Werbung gemacht haben. Joint alle Justins Discord-Server. Wir sind alle nett. Ach, die sind doch nicht so asozial. Justin, du brauchst nur noch 2 blaue Münzen. Justin! Ich. Das ist nicht dein Ernst. Ich krieg noch 8 Münzen durch die Red Coins. 8 Red Coins müssen wir auch noch sammeln. Ja, 4 Stück noch. Ich schaff das! Du schaffst das.
Hast du schon mal gesagt, du hast trotzdem gefailt. Ja, würg es mir noch rein. Ja. Also eigentlich will ich das nicht, ansonsten fail ich doch wirklich. Dann kommt Karma und sagt so, weißt du was? Nee, ich hasse dich. Karma hasst mich sowieso. Ja, Karma hasst mich auch. Weil egal, was ich mache, ich werde einfach zerstört von allem. Guck dir den einen Part von New Super Mario Bros. Wii an. Bei mir. Der ist der 48-Minuten-Part. Da steht, Karma is a bitch oder so. So halt. Karma ist ja gerade reingedrückt. Warum rede ich eigentlich drüber? Kaum kommt das Wort Karma is a bitch, fällt es runter. Und dein Lieblingsspruch, Karma zerfickt dein Leben. Man muss es so sagen. Traurig, aber wahr. Traurig, dass der Part schon 26 Minuten geht und wir nicht wirklich viel geschafft haben. Naja, wir haben gleich zwei nochmal Sterne mehr. Das heißt, wir haben insgesamt in diesem Part dann 4 Sterne geholt. Ne, 5. Ja. Was, nächstes Mal lass mich einfach irgendwie spielen. Ich mach das. Vor allem glaub mir, du wirst skillige Parts dazwischen sehen, die ich vorproduziert habe. Das ist bei mir wirklich so zwischen Skill und Fail. Ich bin so ein typischer Domtendo. Domtendo ist manchmal einfach nur zu dumm für Aufgaben. Sorry. Ja, ich auch. Bei mir ist es so, bei alten Spielen, ich verkack's immer, also ich hänge immer an der ersten Aufgabe, weil ich mich einfach nicht mehr erinnere, wie die erste Aufgabe gelöst werden muss. Komm, das Teil da hinten, das ist assi. Komm, ich schaff das jetzt. Das denn? Warum springt der so scheiße? In der Zwischenzeit, wo du failst, guck ich mal kurz Bundesliga-Ergebnisse an. Also, ich bin ja auch nicht der Schlauste, ne? Ja. Ach, BVB spielt morgen. Ach du Kacke, meine Fresse hat Freiburg Augsburg zerstört. Ah! Schalke hat verloren, kann ich Freddy schon auslachen. Ja, 3-0, voll lustig. Bayern hat nur 1-0 gewonnen. Ja, ist jetzt aber punktgleich mit Dortmund. Ich weiß, mit BVB. BVB muss gewinnen. Oh, HSV gegen Jahn Regensburg. Mach, er hat's mal geschafft. Und was das für ein Geräusch war? Wissen wir nicht. Jetzt bin ich schon wieder unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist knapp mittlerweile. Du kommst aber auch irgendwie nie auf die Idee, diese Blume zu benutzen, oder? Halt die Schnauze. Traurig. Aber ja. Dann fällt mir wieder runter. Also ich glaube, nach dem Part lassen wir erstmal schlafen gehen, weil es ist mittlerweile schon 23:28 Uhr. Ich werde hier nachher nochmal eine Runde... Nein! Wer wird Millionär zocken? Geil. Habe ich schon gemacht. Mein Vater hat direkt die... Ich bin jetzt nicht ernsthaft an dieser scheiß Münze vorbeigeflogen. Komm. Also langsam wird echt dieser Part zum Trauerspiel. Mach, dass es aufhört. Diese Aufnahmesession war nicht erfolgreich. Wann ist meine Aufnahmesession mit mir erfolgreich? Die erste war ja so halb erfolgreich. Ja.
Egal, komm. Machst du so wie ich? Diesmal schaffe ich den Sprung. Diesmal schaffe ich den Sprung. Diesmal schaffe ich den Sprung. Justin, Justin. Und er kann. Er kann mit viel Glück. Das war Skill. Oh Gott, ich hab gerade verschluckt. Was soll das denn jetzt bedeuten? Nee. Das war, by the way, absichtlich. Ich kürze jetzt enorm ab. Diese Blume hätte mir vorhin so viel erleichtert, ne? Ich weiß. Das Beste ist, ich wusste die ganze Zeit, dass sie da ist. Und warum sagst du nichts? Weil ich dich leiden sehen will. Du Sadist. Nee. Ich muss den Toten nach vorne bringen, will. Ich hab's geschafft. Dafür krieg ich jetzt aber einen Daumen nach oben. Jo. Und ein Abo. Ja, hab ich schon gemacht. Also an sich, ich wollte gerade in diesen senkrechten Bildschirm gehen und den kurzen Abo Daumen hoch geben. Allerdings, nee, geht nicht. Und wie ihr seht, die ersten 9 Kurse komplett zu 109%. Zu 109%, was laber ich? Boah, es ist spät. Zu 100% und 18 Sterne. Das ist geil. Von 30. Ja, ich bin fertig für hier. Kommt in meinen Discord-Server. Ja, ich... Wenn ihr das denn mehr mit mir leiden sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da und joint den Discord-Server. Link im letzten Stream.